Oh je, das ist nicht gut. Okay, wo bewahrt sie die Medikamente auf? Sehr merkwürdig. In diesen Schränken bewahrt meine Mutter ihre Töpfe und Pfannen und so ein Zeug auf. Einige Töpfe, eine flache Schale, Teller, ein Tablett. Die Schale nehme ich mit. Ja, sehr, kann man gebrauchen. Den hat Mom sich gegönnt. Zu Hause hatten wir so einen steinzeitlichen Holzofen, auf dem sie gekocht hat. Sie meinte immer, das erinnert sie an ihre Zeit als Köchin in England. Den hat Mom sich gegönnt. Wenn ich jetzt den Herd anstelle, dann tut das dem leeren Kessel auf die Dauer sicherlich nicht gut. Mom würde mir das nicht verzeihen. Als Köchin ist sie mit diesen Sachen etwas pingelig. Na gut. Wenn ich jetzt den Herd anstelle... Ja, den können wir mitnehmen. Es gibt hier tatsächlich fließend Wasser. Hätte ich nicht mit gerechnet. Kessel und... Zack. Der Kessel ist voll. Sieht aus, als hätte Mom einen Tee getrunken und gelesen, bevor sie gestürzt ist. Die Tasse ist noch halb voll. Wieso ist sie aufgestanden und dort rübergegangen? Vielleicht hat das Telefon geklingelt? Hat sie vielleicht eine schlechte Nachricht bekommen und ist ohnmächtig geworden? Das sehe ihr gar nicht ähnlich. Das ist sehr merkwürdig. Früher gab es häufig Streit darüber, wie lange ich Fernsehen schauen durfte. Als Kind konnte ich stundenlang vor dem Teil sitzen. Heute bringen mich keine 10 Pferde mehr dazu. Ich kann froh sein, dass das Ding meine Birne nicht völlig aufgeweicht hat. Nichts. Nichts Besonderes. Fragen zu klären. Warum bin ich eigentlich noch nicht ausgerastet? Ein ödes Küstenstädtchen in Maine. Ein Job in einem heruntergekommenen Fotostudio mit einem... Das kritzelt ganz schön, ne? Eine Comicfigur als Chef und Moms wohlmeinenden Ratschlägen jeden Morgen und jeden Abend. Und das noch 3 Wochen lang. Gott, ich wünsche, die Semesterferien wären endlich zu Ende. Oh, ich habe jetzt nicht Lust, das ganze Tagebuch zu lesen. Was ein Morgen. Ich habe gerade die unglaubliche Frau getroffen. Angelina. Es war so kitschig, wie in einem schlechten Film. Ich wusste nicht,
was ich sagen sollte. Ich war nervös. Verdammt. Ich glaube, ich bin sogar rot geworden. Wie peinlich. Nein. Unglaublich. So etwas ist mir noch nie passiert. Meine Mom, typisch Mom. Sie wohnt noch kein Jahr in Biddeford. Biddeford oder Biddeford? Biddeford. Ja. Und hat schon die halbe Gemeindearbeit an sich gerissen. Dr. Newhouse, den ich in Diner getroffen habe, wollte sich mit Mom treffen, um einige Bilder von ihr zu kaufen. Sie ist nicht aufgetaucht. Wird sie etwa langsam vergesslich? Ja. Also Tagebuch, okay. Muss man ja wissen, ne? Da ist das Tagebuch. Ja, da sollte man zwischendurch reingucken, denke ich mal. Das haben so ein paar Gedankengänge von dem jungen Mann. Ein bisschen verfolgen können wir mal wieder in den Raum gehen. Ja, wunderbar. Lass uns mal die Vitrine ansehen. In der Vitrine stehen Fotos von Mom und mir. Von meinem Vater sehe ich hier keine Bilder. Mom hat kaum welche von ihm. Ich vermute, die Erinnerung an seinen Tod ist zu schmerzhaft für sie. Als Kind wollte ich immer wissen, wer mein Vater war. Mom hat mir von ihm erzählt und schließlich irgendwann auch ein paar Fotos von ihm gezeigt. Das war das einzige Mal, dass ich ihn auf Fotos gesehen habe. Man kann das auch sehen, aber zeigt ein Teleskop. Mit dem Fernrohr beobachtet Mom Wale. Das hier ist Walgebiet. Die Wale schwimmen zweimal im Jahr hier vorbei, auf ihrem Weg von Mexiko nach Kanada. Cool. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch und für Moms Geschmack sieht es auch ziemlich teuer aus. Man kann das Fernrohr auf dem Stativ drehen. Obendrauf ist ein Kompass befestigt, der die Blickrichtung anzeigt. Cool. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch und für Moms Geschmack. Nimm mit. Ein schönes Stück. Ach. Will er nicht. Okay. Wir haben noch Badezimmer. Ja, Badezimmer. Da können wir wegen den Medikamenten mal gucken. Moms Badezimmer. Wie alles hier, nichts Besonderes. Wir waren nicht arm, aber meine Mutter war immer bescheiden. Und so ist auch ihr neues Haus. Ja, wir müssen aber trotzdem rein. Wir müssen Medikamente raussuchen. Badezimmerschrank. Ja. Aha. Einige Medikamente. Schachteln, Fläschchen, Röhrchen. Ich nehme alles mit. Jo. Kann nicht schaden. Obwohl das schon ein stolzer Haufen ist, ist das, glaube ich, nicht alles. Hier muss es noch mehr Medikamente geben. Zahnpasta, Gesichtscreme. Mehr Medikamente sind hier nicht drin. Heute Morgen habe ich hier noch geduscht. Mom hat ein riesiges Frühstück aufgefahren. Ihr zuliebe habe ich etwas davon gegessen. In der Uni esse ich normalerweise morgens nichts. Dort kommen wir nicht ran, okay. Heute Morgen habe ich hier noch geduscht. Ihr zuliebe habe ich etwas davon gegessen. Danke. Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht, okay. Oh, schauen wir uns das Gemälde mal an. Hübsches Bild. Ein bisschen finster wirkt das. Ein alter Leuchtturm. Unten ist ein Schild mit der Aufschrift Willow Creek. Vielleicht ist das aus dem Ort in England, wo sie gelebt hat. Sie ist erst mit Anfang 30 in die USA gekommen. Erst nach dem Unfall. Gehen wir mal ins Schlafzimmer gucken. Haben ja auch häufig Medikamente gelagert. Der alte Sekretär meiner Mutter. Darin bewahrt sie ihre Briefe und Finanzunterlagen und solche Sachen auf. Darin will ich lieber nicht herumschnüffeln. Ihre Versicherungskarte hat sie sonst immer bei sich und schließt sie nicht weg. Die muss woanders liegen. Okay. So, das nochmal reingucken. Sekretär, ihre Versicherungskarte hat sie sonst immer bla, bla, bla.
Mama Kriminale und Gruselgeschichten. Hauptsächlich alte Sachen. Edgar Allan Poe und so ein Zeug. Vielleicht hat das etwas mit ihrer Zeit in England zu tun. Sie hat häufig erzählt, dass sie in einem Schloss gearbeitet hat, das aus einem dieser Bücher entsprungen zu sein schien. Das ist nichts. Ein Raum ist überhaupt nichts. Haarkommode, ja, mal gucken. Ich glaube, die Möbel hat sie noch aus ihrer Zeit in England. Ziemlich altmodisch, aber irgendwie auch stylisch. Hat was. Taschentücher, ein Brillenetui, eine Kunstzeitschrift, einige Baldrian-Dragés. Nichts, was ich brauche.